sei Dank nichts davon, das ist sehr angenehm. Jeder Zehnte hat. So, jetzt geht's frühstücken. Ja, jetzt geht's frühstücken, wir sind echt müde. Wo geht's hin, Dobby? Achso, es filmt schon wieder. Indeed. Ich habe ein bisschen Quick. Es filmt schon. Ein bisschen wie bei Big Brother. Ja. So, und wir zeigen euch unsere. Der dicke Bruder von irgendjemandem. Oh. Alter. Schau dich und dann, wo geht's dann hin? Erstmal zu Linda. Oh. Alter. Okay, von Depp. Puh! Okay. Hey! Gesund kann Lenny auf jeden Fall. Ich nehme nur den Kaffee. Geile Ausbeute auf jeden Fall. Tschüss. Wie das Fahrstil ist mal wieder zu langsam. Ja, wir werden schon wieder überholt. Zu langsam, du alte Scheiße. Oh, das ist so gemein. Ihr seid so gemein. Übrigens hast du jetzt deine Mütze abgesetzt. Ja, weil niemand die Schuppe. Hat, ja, genau. Alles schuppt alles. Ja.
nicht just cool? Hm? Ist nicht just okay? It's yeah. Okay, should I make it tighter? I can do it tighter. Ja. Yeah. Ich war mal ein cooler Influencer. Jetzt nicht mehr. Wer? Wir hören gerade den isländischen Ententanz. Ah ja. Ich wüsste heute, was die Kinder hier hören. Und wie tanzt man den? Zeig mal. Hält an. Ja, geht. Ja. Warte, erst wenn, dann machst du jetzt hier. Offspring. He's more. Yeah, he's just like really calm and all gates are really, you know, good and even, you know. Cool. Oh, alle wollen gestreichelt werden. Einer arbeitet. Wir drehen jetzt ein bisschen was zum Thema Galopptraining hier auf Sundequad. Mit Claude starten wir. Und Lenny ist fleißig. Und hier steht schon eins. Unterm Solarium. Ich vermute, dass wir das später nehmen. Wir werden es sehen. Hier machst du das Objektiv einmal vorne, hinten wieder zu. Vorne, hinten wieder zu machen, ja. Genau, weil du zerkratzt das Objektiv. Wir haben jetzt einmal Objektiv gewechselt. Weil Objektiv nehmen wir zum Filmen, sonst wackelt das ganz gerne. Die Kamera gleich. Objektiv nehmen wir zum Filmen, sonst wackelt es. Ich glaube nicht. Nein, das Stativ. Letzte Feineinstellungen. Ja. Kamerachef ist zufrieden? Ja, einigermaßen. Das Problem ist immer, wenn man mit dem Stativ arbeitet, hier beim Hallenboden, dass es uneben ist und dann muss es immer ausgleichen. Da gibt es zum Glück so eine, Wasserwageneinstellung und die muss ich noch ein bisschen justieren. Sieht man das? So. Ich muss mich leider mitdrehen. Ich muss einmal nur einmal eine Runde machen. Jetzt bereite ich hier noch die GoPro vor. Eine neue SD-Karte rein. Ja, schon isländisches I. Ja.
You're happy. You're satisfied with the training. Really good. Are you riding on Friday? For you, it's really good because it's so close. Yeah, pretty much. Just 3 minutes. Yeah, this is awesome. I was thinking maybe if I would teach her, because she needs to blush. Okay. Yeah, this is outside. Yeah? Outside. From the girl, she is her teacher. Okay. So, we're going to go to the girl. Yeah. Because she's going to go to the We are thinking if the oval track is okay. Oval track is okay, you can do that. So, nächstes Setup ist draußen. Das andere Equipment muss jetzt alles raus. Kamera läuft gerade nur so. Genau, wir sind live. Wir sind live hier. Nee, das hast du nicht aufgenommen. Das habe ich nicht aufgenommen. Das ist auf die Welt nicht gefahren. Darf ich kurz bitte? Steht dran. Okay, war dann ein bisschen Galopptraining. Das Wetter ist gerade stabil. Dann läuft die Familie schon zur Bahn. Ohne Mütze, das ist auch geil, ne? Typisch isländisch. Ja. Sieht genau, wer die Deutschen sind, wer die Isländer sind. Die einen mit Mütze eingepackt, die anderen so, geiles Wetter. Tobi dreht mitten im Wasser, der steht hier im Wasser. Das ist so krass. Ist es gut, Tobi? Ja, vor allem sinke ich ein und das Stativ auch. Das ist so krass. Also man sieht, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das ist alles voll mit Wasser. Und Lenny, wir hocken hier, dass man uns nicht sieht. Und Lenny wird jetzt noch hier gepusht. Nein! Was? Ja, ich habe mich gespeichert. Ja, ich weiß. Du bist so toll. Ich liebe dich. Very, very. Realität, alle hocken hier in der Mitte. Oh, es ist so geil. Schneit, alle sinken ein, wie auf so einer Insel. Und Vedis reitet da hinten. Ich weiß nicht, oh, ich sink schon wieder ein. Jo. Jo, ne? Jo. Jo, es schneit. Ja. Frühling im Island. Schneestorm, aber fast perfekt für den Strand. Strand, ne? Bisschen voll gesnowt. Lisa holt sich jetzt so ein Wollbikini. Ganzkörper-Wollbikini mit Neopren drüber. Wasser geht sich aufsaut. Ja, also als wir angefangen haben mit Drehen, war es eigentlich auch noch gut. Vedis reitet schnell rein. Oh, also meine Füße sind nass, nur mal so. Echt? Meine sind trocken. Null. Meine sind trocken. Null. Ja, ich habe ja auch keine Reitschuhe dabei. Ja. Don't touch this. Ohne Witz, machen wir Laufbahn kurz vor. Film dich. Und film mich kurz. Ja, ich film dich. Nee, Lenny. Merkst du es nicht ab. Ach so. Nee, aber er sagt was, ich muss halt dann spontan drauf reagieren. Dann machen wir nur das noch.
Knudis, what's the tip for a hair like yours? My what hair. Are you doing? Yeah. Are you doing the same like you do on the horses? Just leave it now. Some detangling spray. That's always good. Are you using it for your hair as well? No, I'm not. Okay. But it gets really... It would be good to use it because it gets really like... How do you say it? Fluky. Yeah. I know what you mean. You need to detangle it a lot. Okay, but do you have any tips for the community to get a hair like you have? Like, don't brush it too often. How often do you wash your hair? Like every third day, I would say. Okay. And then try to keep it in a braid, you know, in the stable. Mm-hmm. And then it's like quite natural, just I'm not doing a lot with it. It's oh, just, lucky you. It's just like how it is. Ladies, do you have any other tip? No. It's so sad. We were waiting for a good tip now, and now we're disappointed. Yeah. Okay, bye. Ein Chaos. Nee, ich habe dich schon abgenommen. Aber wir machen es ja mit ihm, oder? Ja, genau. Was machen wir jetzt denn? Viehzubeurteilung. Ja, genau, Gebäudebeurteilung, ja, mit diesem Pferd. Jetzt drehen wir alles über Viehzuchtprüfung mit Atma von Lockwood. Was ist eine Viehzucht? Warum eine Viehzucht? Gebäudebeurteilung, Reitbeurteilung? Mega spannend. So what we look for in the back is that we want the horses to be so in Icelandic horses we have a bit of a problem. They are quite short, so it's difficult to fit the saddle on them. What we see here is that the back line is okay. There is some quality in it and there is some balance in it, but still lacking a little bit of muscles. So 8 for back and croup. The structure is there, but it's still lacking a little bit more strength. 8.5 for proportions, quite light build, long legs, but lacking a little bit more length and maybe just to be a little bit more longer legs. So, nächstes Setup. Da eine Kamera, hier die Drohne. Und da ein geiles Pferd. Ein klein wenig Viehzoo hier. Lisa, klappt das im Filmen? Er sagt kein GPS und ich weiß nicht warum. Ehrlich gesagt. Suboptimal. Keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall windig. Das sehe ich. Lisa, folgt deine Drohne nicht mehr? Lisa, schritt dich! Back! Wir haben ihr eigenes Leben jetzt. Ja. Drone Life. So, die Drohne bleibt jetzt für immer da oben. So, die letzten Meter zu dem nächsten Hof. 3 Minuten. Ne? So. Vor allem zum letzten Hof. Zum nächsten immer. Hof. Ach so. Ja. Hör doch zu. Mann, Lisa. Wir sind eigentlich 2 Spuren und alle fahren einfach nur in der Mitte. Und die großen Trucks mit den großen Reifen fahren einfach über uns drüber.
Tochter oder einen Sohn. Nee. Ich bin ja nicht so wählerisch. Helga ist so alt wie ich. Mhm. Er ist so weit weg, finde ich. Ja. Er kennt sie gar nicht. Ist ja auch weit weg meistens dann. Also auf dem Bildschirm. Wenn du nicht nah dran bist. So, bin ich mir noch was an Fuß?